So, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Auspackfilmchen, zu einem Unboxing-Video. Und zwar haben wir unser neues Babyphone gekauft, weil unser altes von Audioline einfach über die, einfach nicht durch die Wände, durch die Decke gekommen ist. Und wir haben da unheimliche Empfangsprobleme, obwohl das Audioline die Babyeinheit quasi im ersten OG ist und die Elterneinheit ist direkt ohne drunter im Wohnzimmer, im Erdgeschoss und trotzdem kommt es zu Abbruch und es hat einfach keinen gescheiten Empfang. Ob das jetzt an dem Gerät liegt, dass es schon älter ist oder ob es bei unserem Haus liegt, war mal ein relativ altes Haus, obwohl hier gibt es keine Bettungdecke und ja, egal. Hier geht es eigentlich um das Auspackfilmchen, um das Unboxing und zwar von dem Look Eco Control Plus Video. Und zwar hat es ein relativ großes, 7 cm diagonale Bildschirm, Farbmonitor. Die Kamera natürlich mit Nachtfunktion, also bei völliger Dunkelheit sieht man auch, was der Kleine macht oder die Kleine. Was hierbei sehr gut ist, es hat 100% ist es störungsfrei. Also es hat im Standby-Betrieb hat es diese hochfrequente Strahlung, ist weg. Die ist frei, also es ist relativ, es ist gesund, sagen wir es mal so. Aber gut, hierbei geht es ja darum, um zu sehen, was bei dem Gerät dabei ist. Und hier sehen wir das schön, es ist sehr gut verpackt. Hier ist einmal die Elterneinheit und hier die Babyeinheit. Und jetzt gucken wir mal, dass wir die Packung relativ sachte aufkriegen, weil ich ja nicht weiß, ob das bei uns im Haus funktioniert oder ob es einfach am Haus liegt, dass wir so einen schlechten Empfang haben. Vielleicht sind das die alte Strommattedecke, die so Schüttung dazwischen haben. Vielleicht stören die einfach den Empfang. Ich habe keine Ahnung. WLAN haben wir nicht viel im Haus. Ganz normal der Router, aber wir haben keine Geräte, die großartig WLAN empfangen, außer die Handys. Und die sind meistens ausgeschaltet, beziehungsweise das WLAN ist meistens ausgeschaltet, um rein auch Akku zu sparen. Brauchen wir einfach nicht. So, dabei ist eine schöne Digi-Bedienungsanleitung, wahrscheinlich wieder mehrsprachig. Ja, hier vorne steht es drauf: Deutsch, Englisch, Französisch, Espanol, Polnisch und was man alles braucht heutzutage. So, hier sehr schön verpackt. Relativ schlicht. Hoppala, fliegt schon bald die Kamera wieder um. Relativ einfach verpackt, kein großer Schnörkel, finde ich schon mal gut. Hier ist die Elterneinheit drin verpackt. Was auch gut ist, glaube ich, bei dem Gerät, die Elterneinheit, sowohl auch die Babyeinheit, sind beide wahlweise, klar, die Elterneinheit sowieso, sind aber alle mit Batteriebetrieb möglich. Elterneinheit sowieso macht ja Sinn, ne? Wird geladen und kann man dann überall mit hinschleppen. So, hier schön mit ausklappbarer Antenne. Sehr robust, also macht einen sehr, sehr guten Eindruck, finde ich. Dann haben wir hier die Babyeinheit. Genau, die Babyeinheit ist wahlweise, wenn man das möchte, soweit ich das gelesen habe, ist die ausstattbar mit Batterien. Das heißt, wenn man jetzt irgendwo ist und genau, da kommen dann 4 AA-Batterien rein und da ist das Baby, die Babyeinheit bedienbar oder betreibbar über die Batterie. Finde ich praktisch, wenn man halt natürlich irgendwo ist, wo dann keine Steckdose in der Nähe ist und tippt man die Babyeinheit irgendwo hin und die Elterneinheit ist ja sowieso über den Akku betrieben und sieht dann, sag mal, sieht dann immer schön, wo was los ist. So, dabei sind die Netzteile, einmal für die Babyeinheit, einmal für die Elterneinheit und dann ist noch dabei der Akku für die Elterneinheit. Ich kann den Akku jetzt mal einlegen, beziehungsweise bringt es nichts, weil die Babyeinheit ist jetzt sowieso nicht angeschlossen. Das mache ich vielleicht in einem weiteren Tutorial, wo man dann mal sieht, wie die Bildqualität ist und die Tonqualität und wie das Ganze
Gerät an für sich mit Bild und Ton funktioniert. Ich stecke das jetzt alles mal wieder hier rein und ja, würde mich freuen, wenn ihr das Video liked oder wenn ihr das weiter verfolgt. Ich hoffe, dass ich es auf die Reihe kriege, dass ich nochmal ein Tutorial machen kann, wie das Gerät funktioniert, wie die Bildqualität ist, die Tonqualität, die Gegensprechfunktion und was das Gerät alles hat. Das ist eigentlich ein Top-Gerät, das kann so ziemlich alles. Es hat sogar die Raumtemperaturanzeige von der Babyeinheit, was ich auch gut finde. Und ja, okay. Jetzt wisst ihr zumindest mal, was alles dabei ist und verfolgt mich weiter auf dem Kanal und wie gesagt, ich hoffe, dass ich es hinkriege, dass ich nochmal ein Tutorial mache, wo man sieht, wie es funktioniert. Alles klar, vielen Dank, tschüssi, ciao.